So, lieber Herr Dr. Riese, jetzt wollten wir den großen kulturellen Wandel für unsere Bank. Mehr Teamwork, mehr Dialog. Und das haben wir jetzt davon. Dann lass uns mal mit gutem Beispiel vorangehen. Unser Verbund First 4.0 Haus baut sich schließlich nicht von selbst. Es gibt ja den alten Spruch, traue nie einem schlanken Koch. Warum geht die Waage denn hier nicht? Das wird hier nichts. Ja, es war ein bewegtes Jahr. Was mich auch freut, ist, dass wir in unserem gesamten Team im Jahr 2019 gut zusammenarbeiten. 89. Stopp. Was war eigentlich dein Highlight? Meins dieses Jahr, dass ich erstmal angekommen bin hier überhaupt. So, ja. Neu hier, neue Bereichsleiter, neue Mitarbeiter kennengelernt. Und gleich die Prozesse auf den Kopf gestellt. Ja? Ein Päckchen. Das ist aber mehr als ein Päckchen, oder? Also das hat mich auch sehr gefreut, dass die Mitarbeiter, auch die langjährigen Mitarbeiter hier bei den durchaus sehr, sehr schwerwiegenden Veränderungen, die wir im Kreditbereich vorhaben, so gut mitmachen und gut mitziehen. So, wo ist denn die Milch? Wir haben keine Milch hier. Schuss Milch oder so? Was die größte Herausforderung war, das war eigentlich dieser EZB-Beschluss. Und geht? Ehrlich gesagt ein bisschen süß. Zu den Highlights des vergangenen Jahres. Ja, wir haben natürlich schon ein paar Sachen haben wir schon gut hingekriegt, würde ich sagen. Was mich freut auch unter Verbund First 4.0, wir sind richtig gut vorangekommen in der Marktbearbeitung, was das Cross-Selling anbelangt, gemeinsam mit dem Kundenbetreuer und dem Firmenkundengeschäft und Kapitalmarkt. Das ist schön zu sehen. Nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch die in 2019 entwickelten Personalmaßnahmen sukzessive einsetzen. Da haben wir viele Ideen, viele Projekte aufgesetzt und werden in 2020 die ersten Dinge ausrollen. Gut vorangebracht so, ganz haben. So. Ach, das ist Vollei. Vollei. Jetzt geht's los. Hey, jetzt geht's los. Sieht aber gut aus. Jetzt müssen wir aber mal in die. Das glaube ich ausschneiden. Bei allem Pragmatismus, das Dach muss stimmen. Ich sehe hier eine Sinuskurve. Sehen die Gardinen bei Ihnen zu Hause auch so aus? Vielen Dank für den Geschäftsabschluss. Ja, ich freue mich. Also, dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Oh, jetzt komme ich aber zu spät zum Backen mit den Vorstandskollegen. Egal. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal gucken. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie sehen, zusammen bekommt man mehr gebacken, als man denkt. Aber wir leben in stürmischen Zeiten. Insofern brauchen wir Sie, Ihre Energie, Ihre Motivation, um unser Verbund First 4.0 Haus auch in Zukunft wetterfest zu machen. Wir haben viel erreicht dieses Jahr. Ganz herzlichen Dank im Namen des gesamten Vorstandes an Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DZ Bank. Zur Bewältigung der Herausforderungen des neuen Jahres müssen wir alle fit sein. Deswegen wünschen wir Ihnen nun erholsame Feiertage, einen guten Übergang in das neue Jahr. Wir sehen uns wieder in alter Frische und neuem Elan. Und wir wünschen Ihnen jetzt frohe Weihnachten.